So Leute, damit wieder ein herzliches Willkommen. Oh, gleich mit Sonnenaufgang? Oder Sonnenuntergang? Ich weiß nicht. Eher Sonnenaufgang. Leute, Alter. Einfach nur grandios. Einfach nur grandios. Würde man sagen, rufen wir mal das Pferd an, damit es gleich mal daherkommt. Warte noch ganz kurz, ich tue das auch noch gleich dazu sammeln. Man kann ja nie wissen. Man kann ja nie wissen. Das ist ja auch gut geil, wie wir auf den anderen drauf gesprungen sind. Ich würde mal sagen, schauen wir mal auf die Karte. Schauen wir mal auf die Karte. Was haben wir denn da Schönes? Das ist ja auch wieder so 1 von 9. Ein Kurzbogen. Für die ganzen Jägermissionen. Bin ich mal safe dabei? Bin ich mal safe dabei? Fällt mir schon mal gut. Fällt mir schon mal gut. Bogen. Bogen könnte interessant werden. Ist wieder die Frage, ob man dann wieder die Pfeile selber zusammenstellen müssen oder ob man die einfach so auch daher kriegen oder so ein bisschen auch automatisch immer ein bisschen was drin ist. Das glaube ich zwar eher weniger, aber ihr wisst ja, was ich meine. Naja, es geht eh. Passt eh, passt eh. Es geht in die richtige Richtung. Da brauchen wir schon ein Stickerl. Du schaust aufs Dekorten und denkst, ja, ist ja eh gleich um 6. Ums Eck. Alter, du baust einen Kilometer da. Ah, Wahnsinn. Also, was ich so ein bisschen. Okay, es kann sein, dass man pro Gebiet das immer ein bisschen anders hat. So Patrouille oder so. Okay, es wäre dann aber auch ein bisschen. Wäre auch ein bisschen sehr heftig. Aber ich vermisse sowas. Weißt du, was ich meine? Weil wenn die da schon so unterwegs sind und alle und alles kontrollieren etc. Warte ich irgendwie so wirklich drauf, dass man da vielleicht irgendwie sowas. Wahnsinn. Schön. Wirklich sehr schön. Dann so, dass man auf so welche Patrouille oder sonst irgendwas trifft. Ich weiß ja nur noch nicht, ob das jetzt Freund oder Feind ist da unten, aber wie kommen denn da am besten ab? Da steigen wir mal ab. Steigen wir mal ab. Schauen wir mal. Ich könnte es mal ins Wasser versuchen. Hupfen wir mal ins Wasser. Trauen wir sie das? Hupfen wir mal ins Wasser. Vielleicht weiß jemand im Gasthaus, wo ich Sensei Ishikawa finde. Hi! Nicht auftritt. Alter, die wollte so chill, alles drum und dran. Ist das die Klinge des Sakai-Clans? Ist es jetzt schlecht, oder was? Ihr kennt euch aus. Jeder kennt dieses Schwert. Seine Schärfe und Schönheit werden gerühmt. Doch ich glaubte nie, es einmal selbst zu sehen. Ich habe lange nicht mehr an einem Bambusstand trainiert. Ich wäre geehrt, eure Klinge im Einsatz zu sehen. Oh. Ja, liebend gern. Liebend gern. Kein Problem. Puh. Puh. Ah, da war ich zu langsam. Bist du, das musst du mal drucken kennen, den Scheißdreck. So schnell kannst du ja nicht dabei drücken. Ja, jetzt verkackst du extrem, bist du. So schnell kann der Controller nicht mehr mitmachen. Ah ja, also. Das hat man aber auch gehört, oder? Das ist ganz langsam war. Oh! Haha! Geht ja eh, geht ja eh! Bist deppert. Aber Entschlossenheit ist gestiegen. Na, genial! Eine hervorragende Klinge, dieser Sakai-Stahl. In der Hand eines noch hervorragenderen Kämpfers. Doch Bambustraining wird euch noch stärker machen. Ich brauche meine Kraft für das, was kommt. Auf der ganzen Insel gibt es Bambusstände. Dort könnt ihr euer Geschick verbessern. Lebt wohl, mein Herr.
Perfekt. Na, perfekt. Jedenfalls, die Synchronstimme ist genau der gleiche von dem ein Hapschi da bei Kingdom. Den, was man eh unbedingt möchte, dass der hinig ist. In welche Richtung? Einmal da rechts, gell? Ja, ich seh's schon. Ich denk's mir halt nur so komisch, was der man sieht das so. Okay, da kann ich gleich mal. Ja, gehen wir mal runter da, gehen wir mal runter. Wow, da hast du mal was zum Klettern. Ah, na schau, da haben wir's ja. So, ja, ich geh da einfach mal rein.